Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Leute, werdet Teil von Crunk MMA, jede Woche 2 Videos, lasst ein Abo da oder ich komme euch suchen. Bleibt bis zum Ende des Videos, ich habe noch eine nice Info für euch. Conor McGregor, der ehemalige King der UFC, des MMA-Sports, wird in Zukunft, und machen wir uns nichts vor, auch weiterhin nur der ehemalige bleiben, vor allem wenn es so weitergeht wie bisher. Die letzten seiner Posts haben einfach bewiesen, dass er nicht mehr klarkommt. Die Chancen, dass wir einen starken, aber nicht nur starken, sondern auch überzeugenden Conor McGregor zurückbekommen, sind unterirdisch. Ich meine, gebt euch mal den Clip hier. Es ist auf jeden Fall ein stabiles Eis. Das würde ich mir auch geben, aber der Rest ist einfach uncool. Conor McGregors Wandel von Day One bis heute war chamäleonartig. Am 12. Dezember 2015 holt sich Conor McGregor beim Titelkampf gegen Jose Aldo nach nur 13 Sekunden durch Knockout den Sieg. Bis dato das schnellste K.O.-Finish in der Geschichte der UFC. Bei der UFC 205 wurde McGregor zum Double Champ, nachdem er Eddie Alvarez in der zweiten Runde ebenfalls durch Knockout erledigt hat. Insgesamt hat Conor McGregor, und das müssen wir ihm zugute halten, bis zum Floyd Mayweather Boxkampf, und das, Leute, ist der Kampf, ab dem der Abstieg seinen Lauf genommen hat, zu seiner, nennen wir es mal, humble UFC-Zeit konstant keinen Zweifel an seinem Legendenstatus entstehen lassen. Aber dann kamen die knapp 100 Millionen Dollar, die Gründung von Proper 12 und der stetige Verlust des Bezugs zur Realität. Der manchmal langsame, manchmal raketenmäßige Aufstieg zum Fame, Unmengen an Cash und letztendlich der Downfall in ein tiefes Black Hole scheinen besonders im Profisport normal zu sein. Ein bekanntes Beispiel ist Mike Tyson, der genauso wie Conor McGregor aus ärmlichen Verhältnissen kam. Mike wurde unter anderem wegen sexueller Belästigung angeklagt, 6 Jahre Knast wegen Vergewaltigung, Autounfälle wahrscheinlich unter Betäubungsmittel, Schlägereien, wieder ein Jahr Knast. Mike Tyson hat sein ganzes Cash in Höhe einer 500 Millionen für Partys, Autos, Frauen und einen verdammten Tiger ausgegeben. Mal ganz ehrlich, ein Tiger? Seine Skandale waren auch krass. Festnahme in Miami, ein Fan wollte unbedingt ein Bild mit ihm. McGregor hatte anscheinend ein heftiges Problem damit, hat ihm das Handy aus der Hand geschlagen, auf den Boden zertreten und sogar versucht mitzunehmen. Bei der Pressekonferenz zur UFC 229 gegen Khabib Nurmagomedov und auch davor hatte Conor McGregor sich abwertend über Khabibs Religion, Vater seiner Herkunft und weiteres geäußert, was Conor später bereuen sollte. Nach der Niederlage gegen Khabib Nurmagomedov sprang der Igel über den Zaun und griff Conor McGregors Teamkollegen Dylan Dennis an, weil auch der sich hässlich zu Khabib Nurmagomedov geäußert hat. Resultat war eine Massenschlägerei im Oktagon. Zahlreiche sexuelle Übergriffe. Conor McGregor soll sich, und das ist nicht nur einmal, vor Frauen entblößt haben. An der Stelle habe ich keine Ahnung, ob ihm sein Vermögen zu Kopf gestiegen ist und er sich gedacht hat, ach komm, mach einfach mal, die werden deinen irischen Kolben schon feiern. Außerdem bist du Conor McGregor. Oder ob seine Gemächtnisverlängerung seinen Nervenzellen geschadet hat. In einem Dubliner Pub hatte Conor McGregor einen alten Mann, ey, wie krank ist das denn, einen alten, wehrlosen Mann geschlagen. Nur weil der keine Lust auf das Angebot hatte, sich Proper 12 zu gönnen. Angebliche Schubserei zwischen Conor McGregor und Machine Gun Kelly. Dazu soll es anscheinend gekommen sein, als MGK den Wunsch von Conor McGregor abgelehnt hatte, ein Foto zu machen. Conor McGregors Situation ist keine andere. Gerade mit dem Verkauf seines Whisky-Unternehmens Proper 12 hat er die krassesten Einnahmen überhaupt gemacht und ist von der Realität noch weiter ins Abseits gedriftet. Leute, schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, was ihr von Conor McGregor zurzeit haltet. Was glaubt ihr, wie wird es mit ihm weitergehen? Hat er sich noch unter Kontrolle? Und was glaubt ihr, wer gewinnen wird, wenn es dieses Jahr Conor McGregor versus Nate Diaz 3 heißt? Diesen Kampf werden wir uns am Dienstag mal genauer ansehen. Ach, und bevor ich es vergesse, hat dir das Video gefallen? Ja, nein, entscheide selbst. Wir sehen uns am Dienstag und am Samstag, was auch immer ich mache.